bewahren sozusagen das historische Erbe als Generaldirektorin der Nationalbibliothek. Wie darf man sich das mit ganz einfachen Worten vorstellen? Sie haben einen Schatz, den Sie für die Nachwelt erhalten, den Sie aber gleichzeitig in der Gegenwart für die wissenschaftliche Forschung freigeben. Ja, die Österreichische Nationalbibliothek ist eine der wertvollsten Bibliotheken weltweit und das hat damit zu tun, dass sie früher die Hofbibliothek des habsburgischen Herrscherhauses war. Ja. Die haben von der ganzen Welt Bücher und Objekte an die damalige Hofbibliothek geholt. Das heißt, das macht heute diesen Wert aus. Und auf der anderen Seite gibt es aber ein Mediengesetz, das uns auch verpflichtet, alle Publikationen, die in Österreich erscheinen oder gedruckt werden, zu sammeln. Das heißt, die Verlage liefern an die Österreichische Nationalbibliothek je ein Exemplar ihrer Produktion und dadurch wachsen wir ständig. Wir haben jährlich einen Zuwachs an Büchern von 30.000 bis 40.000 Exemplaren. Wir sammeln aber auch alle Zeitungen, alle Zeitschriften. Also man kann sich vorstellen, was da zusammenkommt. Mittlerweile haben wir an die 12 Millionen Bücher und andere Objekte. Unglaublich. Das ist sozusagen die Welt hinter dem Prunksaal. Wir kennen ja den Prunksaal vor allem sehr, 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 sehr genau.